Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum es so wichtig ist, darzustellen, vor der Öffentlichkeit klarzumachen, dass auf den Demonstrationen in Berlin und anderswo, dass dort sehr viele Leute anwesend sind, gewesen sind. Und grundsätzlich, dass man stark rüberkommt. Dass man nicht nur inhaltlich überzeugt, sondern dass man stark framed. Dass man sich selber stark darstellt und diejenigen, jetzt in dem Fall die Altmedien und die Regierung, dass man sie als schwach hinstellt, dass man sie blamiert, dass man bei offenem Visier sie klein macht, sie in Erklärungsnot bringt, man als Sieger aus einem Duell hervorgeht, dass diejenigen mit dem schlechten Frame aus der Konfrontation oder aus einem Interview oder einem anderen Auftritt hervorgehen und man selber als Sieger. Bei Stefan Bauer habe ich gerade ein bedrückendes, aber meiner Meinung nach extrem wichtiges Video gesehen. Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Maskenpflicht ist Unterwerfung vor der Corona-Diktatur. Ich habe nur ein bisschen Platz auf dem Schild und nur zwei Arme. Und Maskenzwang schreibt man eigentlich zusammen, habe ich schon gehört. Aber ist mir wurscht. Warum? Wie, was meinst du, warum? Ja, ich meine, das hat ja irgendeinen Sinn, dass ihr eine Maske aufhört, oder? Nein, das hat keinen Sinn. Es hat gar keinen Sinn. Für die es Kinder? Hat gar keinen Sinn. Warum ausgerechnet für die Kinder nicht? Nein, es hat das überhaupt hat keinen Sinn, aber mir geht es jetzt mal um meine Tochter. Es ist eine Zumutung und eine Katastrophe und eine Körperverletzung. Das ist halt für alle eine Zumutung. Nee, aber für die Kleinen noch mehr. Das mag ja sein, aber stell dir vor, wenn Krieg wäre. Krieg ist für alle eine Zumutung. Wir haben Krieg. Und wir haben gerade Krieg. Und es gibt überhaupt gar keine Corona-Viren, die irgendwelche Gefahren... Okay, mit Ihnen unterhalte ich mich nicht, unterhalte ich mich nur mit dir. Viren ja, das habe ich mir schon gedacht, weil durch so eine Maske nicht aufgehalten. Es gibt keine Daten dazu, die das belegen. Das ist richtig. Aber warum sollten wir das dann tun? Ja, aber dann weiß ja nicht, was anders passiert, wenn es anders ist. Weißt du, was passieren würde? Das weiß ja keiner. Ich darf natürlich filmen, gell? Wo kommt das hin? Ins Internet natürlich. Ja, okay, solange du mich nicht drauf hast. Natürlich habe ich dich drauf. Du diskutierst ja mit ihm, oder? Deswegen habe ich dich auch drauf. Ja, genau. Ich bin nämlich voll dafür. Ich weiß, ich bin dafür. Mir persönlich ist es vollkommen egal, ob ich heute irgendwo reingehe mit Maske auf. Aber weißt du, das ist mir wurscht. Ja. Ich setze es auf. Aber da geht es dir anders wie mir. Mir ist das nicht wurscht. Mich kränkt es. Warum? Weil ich bin davon nicht überzeugt. Ich bin Idealist, ich auch nicht, aber und meine Ideale verrate ich nicht. Ich bin ja von vielen Sachen nicht überzeugt. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel, das wäre jetzt gleich, wenn ich sage, ich würde gerne einen umbringen, aber okay, ist verboten, darf ich nicht. Ja. Das sind ja auch so Sachen, also, es ist so. Ich kann da nur sagen, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe viel gelesen, Pro und Contra, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, diese Maske hat keinen Wert, hat keinen Sinn. Schützt nicht, und das hat er vom Drosten selbst gesagt. Es war ja am Anfang so, wo es keine Masken gab. Ja, auch und keine Maske gab, da hieß ja Schweinegrippe. Moment mal, wir reden jetzt über Corona, ist Schweinegrippe. Aber ja, da war es ja auch so. Maske braucht man nicht, aber nur aus dem Grund, weil es keine gab. Wir können jetzt nicht sagen, setzt Masken auf, aber es gibt keine. Ich verstehe das schon. Nein, das ist falsch. Du lässt mir nicht ausreden. Okay, vor 9 Jahren oder 10 Jahren hat derselbe der Drosten gesagt, es gibt keine Belege, dass diese Maske den Virus der Schweinegrippe aufhalten. Ja. Die Fakten und die Datenlage dazu ist ganz, ganz schlecht. Kannst du im Internet nachschauen, hat er gesagt. Also, und wenn er das sagt, warum soll es jetzt anders sein? Es gibt keine Aber was Daten. Bringt es? Was bringt es? Ja, ich werde meine Tochter, die hat Angst, die hat Panik, die kann das nicht. Was kann die nicht? Die kann nicht den ganzen Tag in der Schule mit der Maske sitzen. Das kriegt sie nicht hin. Ja, aber sie hat Angst. Das wird die auch nicht weiterbringen. Aber ich äußere Protest. Okay. Und das ist mein Ideal. Ich folge dem, was ich überzeugt bin. Friedlich, freundlich, beleidige niemanden. Und deswegen, ich mache das letztendlich für meine Kinder und auch für andere, wo auch so denken. Okay. Ja? Und das Problem ist halt, wenn du anders denkst, jetzt in der Richtung Corona, dann wirst du mit so einer brachialen Gewalt angegriffen. Du bist wenn ein du Menschen, jetzt so denkst, wie du denkst. Ja, genau. Okay. Ein Menschenfeind. Dir sind die Toten egal. Nein, das ist nicht. Woher willst du das wissen? Ich bin doch der, wo dagegen ist. Ja, und bekomme die Anfeindungen. Ja, krieg aber von mir nicht. Das kann jeder machen, was will. Mich hat es jetzt so interessiert. Ja, ist ja nett von dir. Genau. Wie gesagt, mir persönlich ist das egal. Ich setze mal da auf und alles gut. Ja. Irgendwann ist es vorbei, irgendwann vielleicht auch nicht. Aber die Frage ist, nimmst du dann auch die Impfung, wenn sie kommt? Ist dir dann auch egal? Nein, brauche ich nicht. Also ich habe auch keine Angst vor Corona. Ja, nee, aber nimmst du die Impfung dann? Nein. Aber dann kannst du vielleicht bald nicht mehr reisen.
Weil die Pläne sind... Ich kann sowieso nicht reisen, weil mir die finanziellen Mittel gerade fehlen. Das ja, aber das ist ja keine Argumentation. Nein, aber man weiß ja sowieso nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kann sich niemand mehr eine Reise leisten, weil eine Reise nach Kreta genau. 3.000 Euro kostet. Stimmt, klar. Ja, möglich. Aber noch ist es so wie jetzt und deswegen ja. stehe ich hier. Okay, du hast recht, klar. Wir wissen nicht, was morgen genau. ist. Ja. Okay. Aber die Pläne sind, wer die Impfung nicht hat, darf nicht mehr reisen. Okay. Und wer die Impfung nicht hat, ist vielleicht das Nächste, darf nicht mehr einkaufen. Darf ja, nicht in die möglich. Berufsschule. Darf nicht in die Berufsschule. Darf okay. nicht. Und dann? Wir sind mitten im Faschismus. Nee, das sind Aussagen von Politikern, die das schon geäußert haben. Aber wer glaubt denn der Aussage von einem Politiker? Niemand, aber in der Richtung kann man schon was glauben. Nein. Weil wenn es zum Schaden des Volkes ist, sind sie sehr, sehr gut. Ja. Ich weiß nicht. Ja? Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Mach das. Alles du gut auch. Auf jeden Fall. Dir auch. Ja. Alles klar. Ciao. Ein Vater einer Tochter demonstriert relativ einsam mit einem Plakat, dass er gegen die Masken ist. Eine Frau kommt vorbei und sie reden miteinander über das Thema. Und es ist so, dass dieser Mann die Frau vollkommen überzeugt inhaltlich und sie trotzdem dagegen redet. Obwohl eigentlich die Argumente er argumentativ vollkommen gewonnen hat. Und warum redet diese Frau dagegen? Oder warum stellvertretend, warum sind überhaupt viele Leute bleiben dabei, obwohl sie es mittlerweile eigentlich besser wissen können. Und ich kenne bei mir im Umkreis auch viele solche Leute. Diese Leute sind ängstliche Mitläufer. Sie richten sich nach der Mehrheit und ordnen ihre eigene Meinung wieder besseren Wissens unter, auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, sie weiß ganz genau, sie hat ja argumentativ nichts dagegen zu setzen. Sie weiß, dass es falsch ist, und sie argumentiert trotzdem, es ist nicht so schlimm, sagen, gibt diesem Vater so zu verstehen, ja, was machst du denn hier, lass es doch sein, warum demonstrierst du hier, das ist ja eigentlich ein bisschen merkwürdig, was du hier machst. Obwohl sie weiß, dass er recht hat, aber sie weiß genau, die Mehrheit ist dagegen. Und die Mehrheit ist stark. Diese anderen sind stark, er steht allein gegen diese mächtige Mehrheit. Und nur das zählt für sie. Und so ist es für ganz viele so. Uns arbeiten auch die Altmedien. Die Altmedien probieren immer eine Anschauung zu implementieren durch ständige Wiederholung, um zu suggerieren, das ist der allgemeine Konsens. Das ist vollkommen klar, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist bei der AfD so, dass sie rechtsextrem ist. Das ist bei Corona so, dass Corona gefährlich ist. Und sämtliche Anschauungen, da gibt es noch ganz viele weitere Anschauungen, die nützlich sind. Sie werden mit Brachialgewalt implementiert. Und ganz wichtig ist nur, dass es so aussieht, dass alle der Meinung sind. Es ist ja auch so mit diesen ganzen Regierungen. Es gab ja mehrere Versuche. Es gab ja 2009 wohl auch schon einen Versuch von Drosten und anderen Leuten mit der Schweinegrippe und Vogelgrippe. Und ich kenne mich da gar nicht so aus. Und diesmal haben sie es so geplant. Sie haben wirklich probiert, überall, diese ganzen Regierungen, dass es auf einen Schlag, dass alle mitmachen. Weil sie wussten, das ist überzeugend. Allein, dass es alle machen, das wirkt ganz stark überzeugend. Das hat auch auf mich stark überzeugend gewirkt. Dass eben ganz viele mitmachen. Und diejenigen, die nicht mitmachen, wie Schweden, Weißrussland, Uruguay, da hört man jetzt halt einfach nichts davon. Aber das ist natürlich den Leuten ein Dorn im Auge. Sie wollen zeigen, die Mehrheit. Das zählt. Die Aushöhlung der Demokratie in Deutschland funktioniert immer so, dass sie die Leute bei dieser Schwäche greifen, bei ihrer Angst greifen. Dass die Altmedien suggerieren oder probieren, dieses Mehrheitsgefühl herzustellen. Dass sie erst die Parteien dazu bringen, so zu handeln, wie sie wollen. Und jetzt handeln alle Parteien so, wie sie wollen. Und jetzt stellen sie sozusagen die absolute Mehrheit. Und die einzige Partei, die dagegen ist im Moment im Bundestag, die AfD, die wird mit allen Mitteln bekämpft. Mit allen Mitteln werden sie fertig gemacht. Um eben diesen Dorn auch noch loszuwerden. Weil die Öffentlich-Rechtlichen mehr oder weniger zumindest ein bisschen gezwungen sind, Berichterstattung über die AfD zu machen. Im Gegensatz zu den Demonstrationen. Das ist auch der Nachteil an den Demonstrationen. Und überhaupt, dass ja viele sagen, ja, Parteien könnte man abschaffen. Das wäre, wir müssten von der Straße aus, müssten wir Protest machen. Und jetzt sieht man, wie das läuft. Die Proteste werden aus den Innenstädten ferngehalten, die Leute werden isoliert und über sie wird einfach nicht berichtet. Und sie werden einfach totgeschwiegen. Aber bei der AfD, sie ist im Bundestag. Sie ist drittstärkste Kraft. Sie wird auch nicht in Talkshows eingeladen. Aber sie müssen zu einem gewissen Grad,
muss über die AfD, müssen zumindest die Öffentlich-Rechtlichen über die AfD berichten. Muss die Reden im Bundestag werden übertragen auf Phoenix. Da hat man immer noch die Chance, dass einzelne Leute das mal angucken. Aber bei diesen, wenn man keine Partei im Bundestag hat und sagt, man braucht keine Partei, wir machen das von der Straße, dann ist diese Mehrheit ist noch erdrückender, weil die Berichterstattung, diese Leute werden vollkommen ausgeblendet. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Das heißt, wir müssen an die Leute herantreten und müssen diese anderen, die Altmedien und die Altparteien blamieren, schwach aussehen lassen. Attila Hildmann, ich habe dein Video gemacht, hat einen meiner Meinung nach hervorragenden Auftritt hingelegt bei einer Demo, bei einer kleinen Demo am Mittwoch, anlässlich, dass Drosten bei der FDP irgendwie gewesen ist. Da haben dann ein paar Leute auf der Straße demonstriert und da hat Attila Hildmann ein Interview bei RTL gegeben, das RTL nicht ausstrahlen wird, aber dass Stefan Bauer und sein Team, das war glaube ich der Freidenker, seinen Kanal auch unbedingt abonnieren, er war vor Ort gewesen und hat dieses Interview aufgenommen. Und da hat er auch so Vokabeln benutzt, die Drosten, die Altmedien, sie bloßstellen, sie blamieren. Und er ist sie konfrontativ angegangen, hat sie schlecht gemacht, die Altmedien. Und genau so muss es sein. Nur so können wir was bewegen, nur so kommen wir aus der Defensive raus. Die ganzen Leute bemühen sich jetzt ja auf den Demos so zu sagen, wir sind friedlich und so weiter. Das ist alles gut, man soll den Altmedien kein Futter geben, aber jetzt dieses übermäßige Betonen, man ist friedlich und so weiter, wir sind friedlebend, das bringt gar nichts, das wirkt einfach nur schwach. Weil die Altmedien berichten darüber sowieso nicht. Sondern wichtig ist negatives Framing. Man muss auch ein bisschen aggressiv sein, aber natürlich auf eine Weise aggressiv sein, dass man dafür nicht geframed werden kann. So, dass es die Leute nicht ausstrahlen. Also das Attila Hildmann-Interview wird nicht ausgestrahlt werden. Er ist die Altmedien und die Altparteien offensiv angegangen, hat sie blamiert, schlecht gemacht und RTL wird es nicht zeigen. Und genau dann ist es richtig. Dann ist es richtig. Dann erzeugt es Wirkung. Natürlich jetzt noch nicht bei vielen Leuten, aber die Journalisten, die anwesend sind, die Leute, die anwesend sind. Es wirkt auch auf die Journalisten, wirkt es auch. Es senkt ihre Moral. Sie kommen ins Zweifeln, sie kommen ins Grübeln. Sie schämen sich dann viel eher, wenn so solche beherzten Auftritte kommen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.